Hallo nochmal und herzlich willkommen. Wir haben gehört, dass es technische Probleme mit dem Streaming gibt. Wir wissen jetzt nicht genau, wie viel ihr bereits mitbekommen habt. Deshalb beginnen wir jetzt einfach nochmal ein bisschen mit der inhaltlichen Intro. Wem gehört das Museum? Der Titel dieser Talk-Serie. Eine Frage, die sich im aktuellen Museumsdiskurs immer wieder stellt in den letzten Jahren und die meist einstimmig beantwortet wird mit, ja, das Museum gehört natürlich allen, aber wer sind diese alle denn eigentlich? Und wie kann eine Institution diesem Anspruch überhaupt gerecht werden, allen zu gehören? Dabei kommt dann auch oft dieses Museum der Zukunft noch ins Spiel, also die Vorstellung eines Museums, das kommunikativer, partizipativer und offener sein soll, eine Kontaktzone für alle. Sind Museen denn überhaupt per se undemokratisch? Und sollen sie überhaupt oder müssen sie vielleicht sogar demokratischer werden? Das und ähnliche Fragen möchten wir uns in dieser Diskussion stellen, gemeinsam mit unseren beiden Gästen, Margit Greinöcker und Stefan Rosinger. Konkrete Wünsche und Forderungen an ein Museum der Zukunft, die man auch dann sozusagen über Postings an uns richten kann. Margit, du hast 2017 gemeinsam mit Alexander Jöchel von der IG Bildende Kunst damals sehr widerständig und auch sehr vehement mehr Transparenz, mehr Demokratie in dieser Umstrukturierung der Museumslandschaft gefordert. Damals ging es auch um die Landesgalerie als ein Ort zeitgenössischer Kunst, der bestehen bleiben sollte. Und viele haben sich dieser Forderung dann auch angeschlossen. Ein sehr starker, lautstarker Protest. Wie siehst du das heute? Wie hat sich diese Forderung sozusagen bewahrheitet oder gäbe es da noch einiges zu tun? Also die damalige Situation, die war ja so, dass irgendwie durch die Medien eine Umstrukturierung bekannt geworden ist. Aber es hatte doch den Anschein, dass die zugehörigen Personen zu den Häusern, also in der Landesgalerie, nicht so gut Bescheid wussten. Und ich habe damals eine Ausstellungsbeteiligung gehabt und wenn man sich jetzt als Künstlerin in einem Gebäude befindet und merkt, hallo, die arbeiten da in einem Haus und wissen nicht über alles Bescheid, dann möchte ich schon eine größere Transparenz fordern für alle Angestellten in diesem Museumsbetrieb, weil die tragen ja die Inhalte, die Geschichte des Hauses und die Atmosphäre in einem Haus weiter. Und wenn dann irgendwer irgendwas entscheidet und die erfahren es dann aus der Zeitung oder wissen nicht genau, wohin die Reise geht, wie der zukünftige Weg ausschaut, dazu kann man ja nicht arbeiten. Und das war damals der Grund, warum wir dann raus sind und ein bisschen ungefragt dann geredet haben und darauf hingewiesen haben und auch gefordert haben. Und ich denke, jetzt sind viele Jahre vergangen, das war 2017, jetzt haben wir 2020. Jetzt gibt es natürlich eine neue Leitung in den Landesmuseen und da hoffe ich, dass, also ich denke, also ja, Transparenz, das merkt man schon im Podcast, dass irgendwie was transparent gemacht werden muss. Natürlich nicht das, was innerhalb dieses Betriebs vonstatten geht. Da gibt es erst die Pressekonferenz und dann wissen alle Bescheid. Also der optimale Zustand wäre, wenn zuerst der ganze Mitarbeiterinnenstab alle Informationen erhält, wenn partizipiert wird auch innerhalb, wenn alle Bereiche gut miteinander verknüpft werden, also die Direktion hat dann auch eine gewisse Funktion der Moderation. Wenn das läuft, dann kann man gut wieder arbeiten. Ne? Mhm. Also das wäre mir so der erste Schritt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das 2018 passiert ist, ich weiß nichts von 2019. Jetzt schauen wir, was 2020 passiert. Also Hoffnung besteht. Ja, immer. Also jetzt auch, ne, wenn es personelle Änderungen gibt und ja. Stefan, Die Geburtsstunde des modernen Museumsbegriffs ist ja sehr stark verknüpft mit einer Revolution eigentlich, mit der französischen Revolution in gewisser Weise und auch einer Auflehnung gegen die Macht der Kirche und des Adels. Und wenn man so will, ist das ein erster demokratischer Akt. Sind Museen heute, findest du, weniger demokratisch? Jetzt einmal ganz allgemein gesprochen. Also allgemein gesprochen würde ich sagen, dass Museen per se demokratisch sind. Also Museen sind ein wesentlicher Bestandteil von funktionierenden Demokratien. Und deswegen würde ich sie auch nicht als undemokratisch bezeichnen. Ich glaube sogar, dass die Geschichte der Museen eigentlich eine Geschichte der Demokratisierung ist. Das Museum Arbeitswelt ist für die Museumslandschaft in Österreich, ja, da ist ein wichtiger Demokratisierungsschritt passiert. Das sind die 80er Jahre. Man hat über Arbeiterinnen, Arbeiter, deren Geschichte gesprochen, Oral History ist aufgekommen, und in dieser Phase entsteht das Museum Arbeitswelt, wo zum ersten Mal praktisch auch die Geschichte der einfachen bzw. normalen Leute gezeigt worden ist, und das ist schon, finde ich, für eine Demokratie wichtig. Ob eine Organisation an sich demokratisch ist, hat, finde ich, mit ganz anderen Dingen zu tun. Das ist auch eine Frage der Kultur, auch eine Frage der Gesellschaft, in der sich eine Organisation befindet. Wenn ich jetzt auf das Museum Arbeitswelt schaue, sind auch wir da wieder anders. Wie viele andere kleine Museen sind wir praktisch ein Verein. Das heißt, der Verein Museum Arbeitswelt betreibt dieses Museum. Da sind demokratische Strukturen vorhanden. Wie sehr diese dann tatsächlich ausgelebt wird, ist auch wieder, glaube ich, vergleichbar mit anderen Unternehmungen. Das liegt letzten Endes an den Personen, die da arbeiten, die Entscheidungen treffen. Liegt, glaube ich, nicht nur sozusagen an einer Leitung, das liegt auch an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wie sehr sozusagen die auch bereit sind zu partizipieren. Das ist auch sozusagen nicht immer eine Einbahnstraße. Genau. Also du sprichst jetzt sehr stark die Demokratisierung eigentlich auch nach innen an. Wenn man sozusagen diese Prozesse nach innen und nach außen betrachtet, gibt es Bereiche innerhalb des Museums Arbeitswelt beispielsweise, wo du sagen würdest, da sind sozusagen demokratische Strukturen ganz notwendig oder sinnvoll oder eben auch nicht sinnvoll? Also ich glaube, eine der wichtigsten demokratischen Strukturen in jedem Betrieb, das betrifft auch das Museum Arbeitswelt, aber wahrscheinlich auch jeden anderen Kulturbetrieb. Und ich glaube, man muss das auch in einer Zeit wie der jetzigen betonen. Das sind Betriebsräte, Betriebsrätinnen, eigentlich, wo eben dann auch Mitsprache etc. eingefordert werden kann. Es gibt Bereiche, wo es definitiv notwendig ist, aber ich glaube, es kommt auch wirklich stark auf die Organisation an sich an. Manchmal, glaube ich, ist es auch nicht möglich. Wir sind eine relativ kleine Organisation. Das heißt, wenn ich auf unser Programm schaue, wenn wir eine Eigenausstellung planen, dann können wir das eigentlich nicht machen, wenn nicht alle sozusagen an diesem einen Strang ziehen und alle sozusagen überzeugt sind von dieser Idee, dass wir das ausstellen wollen oder die zeigen wollen. Das haben sozusagen die vergangenen Jahre auch gezeigt. Wir wollen jetzt in Zukunft auch hier ein bisschen einen Öffnungsprozess gehen, weil wir eben ein Verein sind. Natürlich sollten da auch die Mitglieder Mitsprache haben. Das ist was in der Vergangenheit vielleicht noch ein bisschen wenig passiert ist, aber das ist der nächste Schritt, weil es einfach eben wichtig ist, dass, glaube ich, alle an diesem Strang ziehen und alle von dieser Idee Museum Arbeitswelt eigentlich überzeugt sind, und ich glaube, dass das der einzige erfolgreiche Weg ist für uns. Darf ich fragen, wie viele Mitglieder habt ihr? Zwischen 120 sind es aktuell, okay. Genau. Okay. Markus? Ja, in den sozialen Medien sind die Reaktionen gerade noch überschaubar. Das hängt vielleicht auch mit unserem Ausfall vorher zusammen. Also man kann überall drunter posten. Ich versuche das dann mitzuverfolgen und zu sortieren. Hier auch nochmal die Aufforderung. Posten Sie hier im Speziellen auf Facebook, wo unser Livestream läuft, stellen Sie Fragen, sagen Sie auch einfach nur Hallo. Wir sehen, es schauen schon einige Leute mit, das ist gut so. Ein sehr früher Kommentar war von Renate. Sie sagt, dass sie die Vielseitigkeit im Kunstbetrieb vermisst und sucht die Schuld dafür auch im Kunstmarkt und in der Ausrichtung an den Kunstmarkt. Das ist schon sehr spezifisch, aber kann man so etwas wie eine generell kommerzielle Ausrichtung in den Museen in Österreich und in Oberösterreich sehen, und geht da die Vielfalt verloren? Seht ihr sowas? Also ich sehe es eigentlich nicht, also nicht zwangsläufig. Also die Vielfalt der Themen, glaube ich, ist präsent in der Museumslandschaft. Ich glaube, jetzt in der Corona-Zeit ist eine recht schöne Aktion vom Oberösterreichischen Museumsverbund gestartet worden, wo jeden Tag ein Museum vorgestellt worden ist. Ich glaube, da kann man ein Museum aus Oberösterreich, ich glaube, da kann man nicht sagen, dass sozusagen diese Museumslandschaft nicht vielfältig wäre. Und nicht alle dieser Museen sind sozusagen per se einem kommerziellen Druck ausgesetzt. Genau, das ist bei den größeren vielleicht stärker und bei kleineren, die sozusagen ein bisschen autarker betrieben werden, weniger stark vorhanden. Man wird, würden Förderungen oder Finanzierung oder Künstlerinnen Honorare noch mehr abnehmen, dann würde wahrscheinlich die eine oder andere künstlerisch Arbeitende gezwungen sein, sich zu kommerzialisieren oder aufhören oder noch mehr Nebenjobs anzunehmen. Das wäre dann für mich ein gescheiter Rückschritt, das wäre dann so richtig die Kommerzialisierung, aber es kommt immer darauf an, wo schaut man hin. Also es gibt alles, es gibt eine Vielfalt und schaut man zu den Offspaces oder sieht man nur das, was Land, Bund anbieten, da gibt es natürlich Unterschiede und da kann man halt sagen, stärkt denn die Kommunikation mit der freien Szene, den Austausch, vielleicht gibt es Schnittstellen, kann sich gegenseitig stärken, ergänzen, neue Formate vorbereiten. Manchmal wird es ja versucht, also wenn man das hinkriegt und die gegenseitige Wertschätzung, dann kann das auch wieder ein guter Weg sein. Vielleicht knüpfe ich da gleich an dich mit einer zweiten Frage an, nämlich Demokratisierung wird oft auch gleichgesetzt mit Mitsprache oder auch mit Mehrheitsentscheidungen. Heißt das dann sozusagen, die Mehrheit entscheidet darüber oder alle reden mit, alle bestimmen mit, alle entscheiden mit? Und würde das im Kunstsektor dann womöglich heißen, sozusagen die Mehrheit entscheidet, was ausgestellt wird, was angekauft wird, was gefördert wird, was sozusagen als Kunst zu gelten hat? Na, ich glaube, die Mehrheit darf ins Museum gehen, kann das anschauen, kann drüber reden, kann es gut oder schlecht finden, kann diskutieren, das ist alles wunderbar. Aber zu entscheiden, das gehört rein, das nicht, das wissen vielleicht die Profis besser. Ich glaube schon, dass man sich mehrere Jahre zumindest damit beschäftigen soll. Was ist der künstlerische Prozess? Und es würde auch die künstlerische Freiheit einfach beschneiden, wenn die Mehrheit entscheiden würde. Die Mehrheit darf sich auch überraschen lassen von der Produktion der Künstlerinnen, von den Entscheidungen der Kuratorinnen, was zeigen wir und so weiter. Mhm. Gibt es da noch konkrete Wünsche deinerseits an Ausstellungshäuser oder Institutionen? Wie würde das idealerweise sozusagen demokratischer werden? Gibt es da sozusagen für dich... die Partizipation, meinst du? Mhm. Ja. Mhm. Türen öffnen, einladen. Jetzt gab es die Einladung für die Sommerausstellung. Mhm. Aber das kann dann auch noch besser sein, vielleicht mit einem Künstlerinnenhonorar, vielleicht mit einer kleinen... Leihgebühr, weil dann kommen dann die Kunstschaffenden leicht über die nächste Krise, wenn sie einen kleinen Polster haben, ein paar Euros, sowas. Also Open Calls, ja, Kunst am, für manche, es ist ja so unterschiedlich, für manche eignen sich Kunst am Bauprojekte, Einladungen, geladene oder offene Calls, Open Calls für Ausstellungen, aber nicht nur das. Die Leiterinnen von den Museen, die Kuratorinnen können die Ausstellungen der Locals, also wir reden jetzt mal von den Locals, besuchen und schauen, was geht da so ab oder wie kann man das vielleicht auch mit Landesmuseum, Landesgalerie oder wo kann man dann wieder was in diese Häuser tragen. Dann, was vielleicht auch schön wäre, das ist ein Austausch zwischen lokalen Museumsinstitutionen und Institutionen anderswo. Import, Export. Ich meine, Herr Weidinger kommt aus Leipzig, hat da sicher gute Kontakte und da können wir dann so ja, sowas, ja. Oder auch rausgehen, vors Haus, Jedes Museum hat einen Park. Das wäre vielleicht auch gut, nicht einfach so aus dem White Cube die Skulptur rausnehmen und vor das Haus stellen, sondern schauen, eine ortsbezogene Kunst, ne? Was gibt es, wie schaut der Ort aus, was passiert dort, wofür eignet sich dieser Ort eigentlich auch, und daneben noch weitergehen, weil dann haben wir auch im öffentlichen Raum die Diskussion. Wenn jetzt was dort steht, was auch im Museum stehen könnte, dann geht man hin, aha, fesch oder nicht, und dann passiert wieder weniger Neues. Aber wenn man auch mit den Passantinnen ins Gespräch kommt, dann wird es auch so richtig spannend. Mhm. Danke. Ich glaube, da gibt es einige Ansätze bereits sozusagen in Planung in diese Richtung, aber da wird es wirklich spannend. Mhm. Stefan, hast du oder mit dem Begriff der Demokratisierung oder Demokratisierungsprozessen steht auch eng verknüpft meist der Begriff der Partizipation, also der Teilhabe und Mitsprache, wenn man so will. Allerdings ist im musealen Kontext oft dieser Begriff sehr unklar oder nicht genau definiert letztlich, was genau unter Teilhabe oder Partizipation zu verstehen wäre. Da reicht die Auslegung von Besuch einer Veranstaltung oder einer Ausstellung über Interaktionen zwischen zum Beispiel Publikum und Institution bis hin zu Protest gegen vorherrschende Kultur. Im Museum Arbeitswelt habt ihr ja viel Erfahrung gesammelt mit Partizipation und partizipativen Projekten. Wie sind eure Erfahrungen in diesem Bereich? Gibt es da sozusagen besonders gute Beispiele, also Best Practice Beispiele, die du uns vielleicht kurz ein bisschen erzählen möchtest? Also ich sehe es ähnlich wie du, also der Begriff Partizipation, Teilhabe, aber auch diese Beschreibung Museum für alle, das sind alles, finde ich, relativ unscharfe Begriffe. Zum Museum für alle möchte ich trotzdem noch ein Ding erwähnen, weil wir da jetzt 3 Jahre lang dran gearbeitet haben. Das heißt, wir waren im Rahmen von einem EU-Projekt, wo wir versucht haben, wirklich als kleines bzw. mittelgroßes Museum da einfach Schritte zu setzen, uns zu öffnen und wirklich auch sozusagen unsere inhaltliche Struktur zu überarbeiten, einfache Zugänge zu schaffen, und das beginnt zum Teil schon bei der Beleuchtung von Räumen, ja? Also dass man einfach sozusagen offener ist für möglichst viele Menschen. Also ich sage nicht mehr alle, aber für möglichst viele. Ich glaube, das ist sozusagen der Anspruch, den man auch tatsächlich irgendwie verfolgen kann. Wir haben wirklich schon viele partizipative Projekte gemacht. Das liegt auch an der Geschichte, nämlich dass das Projekt an sich aus einer Partizipationsbewegung eigentlich entstanden ist. Damals hat es eine Grabe, wo du stehst, Bewegung gegeben. Das heißt, man hat Geschichten gesammelt, wo man praktisch gestanden ist. Und von dieser Grabe, wo du stehst, Bewegung haben wir heute noch viele, viele Dinge auch in unserer Sammlung, und einiges ist auch damals in die damalige Landesausstellung Arbeit, Mensch, Maschine gewandert. Ich gehöre sozusagen schon zur 2. Generation jetzt im Museum, und wir haben auch in den letzten Jahren immer wieder partizipative Projekte, vor allem auch mit Schulen, Schülerinnen und Schülern gestartet, mit Jugendlichen. Da ist es schon einfach so, also unser Anspruch ist einfach, wenn wir das machen, dann wollen wir, dass sozusagen die Leute in erster Linie auch mal glücklich sind, sich identifizieren, auch mit unserem Haus, mit dem, wofür wir stehen, und besondere Erlebnisse schaffen. Ich glaube, das können Museen anders wie Schulen. Das war damals das Projekt Erinnerungen mit Zukunft. Ja, und da ist es trotzdem so, wie bei jedem partizipativen Projekt, ist es einfach ein immenser Kraftaufwand. Das ist schon so für diejenigen, die daran beteiligt sind, da irgendwie den Ball am Laufen zu halten, das unterschätzt man in der Regel, dass einfach da die meiste Arbeit eigentlich Kommunikation ist. Und am allerbesten wäre es, wenn sozusagen ergebnisoffen gearbeitet werden kann, aber das ist halt im Museum oftmals auch nicht so. Irgendwann muss im Endeffekt was rausschauen dabei, im besten Fall eine Ausstellung. Und dann wird es halt irgendwann mal eng, dann kommt der Zeitdruck dazu, und dann ist vielleicht das mit der Demokratie und mit den sozusagen transparenten Entscheidungsprozessen auch nicht immer ganz so einfach. Aber natürlich haben wir auch sozusagen da immer diese Ansprüche auch verfolgt. Genau. Das wäre jetzt nämlich eine Zwischenfrage gewesen, dieser Aspekt, dass die sozusagen, es bleibt offen, das Ergebnis bleibt offen, die Beteiligten sozusagen entwerfen, auch die Spielregeln vielleicht sogar gemeinsam. Offenes Ergebnis würde aber dann auch natürlich das Scheitern beinhalten. Ja. Ja. Und das könnte das Problem sein. Ja, na eben. Also wenn Scheitern bedeutet, dass das trotzdem für alle okay ist, dann wäre es, glaube ich, irgendwie, wäre es möglicherweise auch ein Ergebnis, aber das Ziel ist ja trotzdem, also auch bei partizipativen Projekten, so wie ich sie kenne, ist vor allem, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch wirklich zufrieden nachher sind und man gibt es sozusagen eine Zukunftsvision vor und das Schlimmste ist eigentlich, wenn die Leute ihre Zeit, ihre Energie fürs Museen eigentlich hergeben und dann sie nicht glücklich sind am Ende, genau, enttäuscht sind. Letztlich, aber hast du schon angesprochen, ist sozusagen Partizipation ein sehr aufwendiger, demokratischer Akt vielleicht sogar und braucht dementsprechend auch viele Ressourcen, also sowohl zeitlicher Natur als finanzieller Natur. Wie geht ihr da damit um sozusagen? Wir überlegen uns sehr gut, bevor wir sozusagen so einen Prozess starten, dass wir auch sozusagen die Struktur bieten können aus den Erfahrungen der Vergangenheit, dass wir das dann auch durchhalten. Braucht es finanzielle Mittel, aber natürlich auch irgendwie Personal. Du hast mich vorher auch nach Best-Practice-Beispielen gefragt, da gibt es einige. Inspirierend ist immer das Stapferhaus, auch in der Schweiz, aber auch in Linz. Ich finde, das Nordico hat mit Wege zum Glück eigentlich eine schöne Ausstellung gemacht, wo es einfach auch sozusagen das Museum geöffnet hat. In Dortmund hat es vor kurzem eine Ausstellung gegeben, beziehungsweise läuft das Projekt immer noch, meine Stadt heißt das. Und wir versuchen jetzt auch gerade mit sozusagen der Landesausstellung 2021 möglicherweise ein Best-Practice-Beispiel auf die Welt zu bringen. Das heißt, da hat es viele Prozesse auch schon gegeben, wo die Bevölkerung involviert war, wo sich die Bevölkerung mit Projekten auch ins Rahmenprogramm einbringen kann, wo wir mit dem Kulturprogramm wirklich aktiv auch aus den 3 Standorten, wo das Museum Arbeitswelt eins davon ist, auch rausgehen wollen und da einfach, also gemeinsam mit der Kulturdirektion auch Akzente setzen, wo einfach nachhaltige Kulturorte und Plätze entstehen. Und das ist schon auch, finde ich, also wenn wir das alles schaffen, dann ist es definitiv ein Best-Practice-Beispiel. Mhm. Danke. Markus? Ja, es ist relativ ruhig da draußen, hin und wieder ein Like oder wir haben passable Zuseherzahlen, wir wissen ja, es werden jetzt viele Menschen im Laufe des Abends dann nachträglich den Stream als Video schauen, das ist so unsere Erfahrung, daher auch die Aufforderung, gerne auch im Nachhinein hier Fragen und Anmerkungen zu posten. Wir werden das alles lesen und auch beantworten, wir werden uns manche Fragen dann in die nächste Sendung mitnehmen, aber wir haben noch ein paar Minuten, bitte hängen Sie sich rein, schicken Sie uns noch Fragen oder auch vernichtende Kritiken, wir nehmen das. Ja, dann schließe ich gleich mit einer Frage nochmal an Margit. Du arbeitest ja auch sehr viel künstlerisch im öffentlichen Raum, beziehungsweise auch in Kunst am Bau-Projekten und so weiter. Würdest du, das habe ich nämlich vor kurzem irgendwo gelesen, würdest du sagen, dass sozusagen öffentlich zugängliche Kunst demokratischer ist als Kunst im Museum? Weil öffentliche Räume sind ja beides, sozusagen. Ja, das Museum ist ja in gewisser Weise auch ein öffentlicher Raum. Ja, im Museum muss ich halt durch die Tür, muss man rein wollen. Und im öffentlichen Raum, da können sich die Leute nicht wehren. Ne? Genau. Genau, und deswegen gibt es dann auch immer die Diskussionen, weil, was ist denn das und was machst du da, wenn... Schlussendlich ist das immer sehr positiv und ja, demokratischer, ja, es ist ein leichterer, einfacherer Zugang. Vielleicht fühlt sich die eine oder andere Person bedroht, aber sobald man es erklärt hat, ist es eigentlich nur positiv. Und man hat halt auch die ganzen Hürden mit Genehmigungen, also es ist schon ein ordentlicher Aufwand, je nachdem, wenn man was rausstellt. Performativ geht es einfach, aber wenn man jetzt größere Dinge befestigt, das ist teurer, man braucht Genehmigungen, Sicherheitsvorschriften und so weiter. Man hat auch die Möglichkeit, nicht zu fragen, Sachen auszuprobieren, wie im Skulpturenpark Westautobahn, wo niemand gefragt hat und irgendwer was hingestellt. Ja, es ist demokratisch, aber schlussendlich dürfen wir alle ins Museum. Und es gibt auch Tage, wo kein Eintritt zu zahlen ist. Also. Vielleicht noch anschließend, diese Kunst im öffentlichen Raum Sache, sage ich jetzt einmal, hat sich ja in den 1970er Jahren auch eng verknüpft mit dieser Forderung der Kunst für alle entwickelt oder etabliert eigentlich. Gilt das heute noch? Ist das heute noch sozusagen ein Leitmotiv für Kulturpolitik oder auch für Kunstinstitutionen, Kultur für alle? Dass sie Kultur für alle machen wollen. Museen haben... Also im Leitbild zum Beispiel wurde das immer wieder aufgegriffen und erwähnt, diese Idee der Kultur für alle. Ja, ich meine, das ist von Haus zu Haus verschieden. Die haben ja verschiedene Schwerpunkte. Und dadurch, dass es verschiedene Häuser gibt, wird wahrscheinlich eine breite Interessensgruppe abgeholt werden. Aber ich glaube, ein Haus kann nicht alle Wünsche erfüllen, das wäre sehr schwierig, kann es versuchen, aber dadurch, dass es mehrere Museumsinstitutionen gibt, hoffe ich, dass da sich alle abgeholt fühlen. Oder wie ist es? Tu das. Tu das. Kunst im öffentlichen Raum. Aber die Kultur für alle. Also ich bin jetzt wieder geswitcht zu den Häusern. Ja, im öffentlichen Raum, ja, das ist tatsächlich für alle, ja klar. Also ich sehe es grundsätzlich auch so, aber natürlich diese Barrieren der Türe, es gibt auch die Barriere des Eintritts, die in Österreich einfach sozusagen sehr stark noch vorhanden ist. Ja, also da brauchen wir uns nichts vormachen, also dass Museen jetzt sozusagen keine barrierefreien Häuser sind, das wissen wir alle, und auch wenn wir partizipative Projekte starten, wir machen regelmäßig auch Sammlungsaufrufe über Medien, auch zur aktuellen Corona-Krise, wo wir einfach versuchen, auch sozusagen Erfahrungen von Menschen, die sozusagen in der Arbeit sind, versuchen einzusammeln. Ja, da muss man auch dahinter sein. Also das tut sich auch nicht von alleine und da muss man wirklich auch dranbleiben und natürlich muss man sich da immer auch die Frage stellen, wen erreiche ich, und erreiche ich die ich möglicherweise auch in dieser Erzählung über diese Corona-Krise eigentlich drinnen habe. Also genau. Also öffnen und also auch wenn sich ein Museum öffnet und die Leute einlädt, heißt es nicht immer, dass die Leute danach tatsächlich kommen. Ja, und es hat aber eben, also tatsächlich auch, wenn wir jetzt von Kunst im öffentlichen Raum sprechen, macht es natürlich einen Unterschied, es sind nicht alle zu jeder Zeit überall im öffentlichen Raum. Es gibt Straßenparks, da ist weniger los. Es gibt Orte, da trifft man mehr Leute. Das muss man auch bedenken. Also im öffentlichen Raum erreicht man dann eigentlich in Wahrheit auch nicht alle. Oder Unterschied ist, ob man in der Frankstraße was macht oder am Steinmetzplatzl oder in der Wiener Straße oder am Froschberg. Kann man dasselbe machen und es wird aber anders sein. Es wird anders wahrgenommen werden. Weniger, genau. Ja. Es hat immer so eine kleine Komponente der Unplanbarkeit, weil da irgendwas von außen passieren kann oder weil da sich im Ort halt was verändert. Das heißt, ich höre da ein bisschen raus, dass die Kultur für alle eigentlich schwer erfüllbar ist, sozusagen als Auftrag. Naja, wenn man oft genug Kunst und Kultur produziert, zeigt immer wieder an vielen Orten, an die man kennt, wo man es erwartet, und an Orten, wo man es nicht erwartet. Ja, wenn es genug Medienberichte gibt, Berichterstattung, dann erreicht es schon viele. Und die es nicht sehen und hören wollen, na, geht's halt nicht. Ja, dann sind wir jetzt, ich kriege gerade das Zeichen, wir sind jetzt sozusagen schon am Ende dieses ersten Talks zum Thema Wem gehört das Museum? Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den beiden Gästen heute, Margit Greinöcker und Stefan Rosinger. Wir sehen uns kommende Woche wieder, wenn Sie wollen, kommenden Dienstag um 18 Uhr wieder auf diesem Stream und freuen uns schon sehr darauf mit neuen Gästen.